Im einzigen Südtiroler Derby des 20. Spieltages der Oberliga stehen sich Lana und St. Martin Moos gegenüber. Lana hat in der Rückrunde zu Hause noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Auch die Psyrer sind gut drauf, haben in dieser Woche schon 2 Siege gegen Calcio Chiese und Vipo Trient gefeiert. In der ersten Hälfte haben die Hausherren die besseren Torschancen, wie hier mit dem jungen Paolo Basile, Jahrgang 2000. Der schießt aber übers Tor. Spannender wird die Partie in der zweiten Halbzeit, 57. Minute, Freistoß Lana. Den führt Kapitän Matthias Kasser aus, aber herrlich gehalten von René Pommeret, der den Ball gerade noch vom Kreuze kratzen kann. Pommeret setzt sich dann gleich wieder in Szene und lenkt diesen gefährlichen Schuss von Joey Philippin in die Ecke. In der 61. Minute der nächste Freistoß von Gasser. Der Ball kommt zu Paolo Basile. Sein Schuss wird abgelenkt, genau auf Lukas Hofer, der goldrichtig steht und zum 1:0 einnetzt. Etwas glücklich dieser Treffer. Auch Gästekapitän Elmar Haller lenkt den Ball noch ab. Pommeret ist diesmal chancenlos. St. Martin Moos versucht dann den Rückstand wegzumachen. 70. Minute, Patrick Oettl schickt mit diesem Pass Noah Pixter und der trifft auch, aber sein Tor zählt nicht. Der Schiedsrichter der Beiner zuvor eine Abseitsposition des erst 16-jährigen Stürmers gesehen hat. Und nur 60 Sekunden später wird aus dem möglichen 1:1 ein 2:0. Nach einem Foul von Baggio auf Philippin entscheidet der Unparteiische auf Elfmeter für Lana. Auch dieser Pfiff ist sehr umstritten. Den Elfmeter verwandelt dann Lukas Hofer eiskalt zum 2:0. In der 78. Minute spielt Patrick Vorer mit diesem herrlichen Pass Hofer an. Haller kommt nicht mehr ran und Lukas Hofer zeigt hier seine ganze Klasse und bezwingt Pommeret zum dritten Mal sein 16. Saisontor. In nur 18 Minuten schießt er St. Martin Moos mit einem lupenreinen Hattrick fast im Alleingang vom Platz. Sind wir zufrieden, aber es ist die Mannschaftsleistung, was zählt. Und der Mannschaft hat die kein Tor geschossen, deswegen die Mannschaft steht auch im Vordergrund. Logisch, ich bin froh, dass sie 3 geschossen haben, aber wie gesagt, hallo, ich schieße ja nicht die Tore. 3:0 sagt alles. Ich glaube, wir sind nicht so letztendlich in keinem Spiel. Es war ziemlich zuvor, über der ersten Halbzeit. Sicherlich haben wir jetzt diese Woche 3 Spiele gehabt. Hat auch dazu beigetragen, dass wir nicht vielleicht 100% da gewesen sind. Physisch und laufrisch. Aber ja, beste Anhängeln und auf das nächste Spiel denken und 10 Punkte wieder.